Hallöchen, meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Man hat hier nirgendwo seine Ruhe. Oh, der ging voll ins Gesicht. Hier, Tigri, ess mal was. Du siehst schon ganz verhungert aus. Ja, so ist fein. Fein ist Tigri. Oh, Mann. So, ich wollte eigentlich mal eine Ansage machen, aber nie. Hier, der Elch, der macht mir... Oh, die sind gerade so schön in der Nähe, ne? Wisst ihr was, da kümmern wir uns jetzt drum. Kümmern! So, erledigt. Es hat ja alles nur Vorteile. So, oh. Ich bin mal neugierig. Bin ja nur so ein bisschen neugierig. Ich will jetzt nur mal gucken, was da ist. Weil wenn man schon hier hoch kann, habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt, dass man hier hochkommt. Ach, das ist einfach nur, dass man dann wahrscheinlich von hier aus dann gucken kann, okay, da läuft jetzt einer und dann... Ja, sieht schwer danach aus. Egal. Gut, oh oh. Ach, Gott sei Dank. Gut, wir gehen mal weiter, weil ich will das Gebiet hier erkunden. Ich will ja wissen, was hier ist. Ich werde nämlich das Gefühl nicht los, dass hier eigentlich irgendwas Größeres noch ist. Ja, das ist ja zu easy. Die Deichehand, wo könnte die nur versteckt sein? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal hier hoch vielleicht. Am Ende ist sie gar nicht hier oben. Würde ich irgendwie ein bisschen lachen. Hä? Ich glaube, die ist auch wirklich nicht hier oben, oder? Warte mal, hier geht's hoch? Ja, hier geht's. Doch, hier geht's hoch. Hä? Hä? Oh. Nee, das ist sie nicht. Ja, die Knochen wollte ich jetzt nicht. Hä? Okay. Ah. Hä, die Hand wird mir weiter unten angezeigt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist, dass sie wirklich weiter unten ist. Ich hänge hier mal kurz ab, ne? Ach, komm, leck mich doch. Da denke ich mal einmal... Ach, verdammt. Denke ich einmal, ja toll, da weißt du mal genau, wo die Hand versteckt ist. Nee, da trollt mich das Spiel mal wieder. Da trollt es mich einfach. An manchen Tagen ist das echt voll das Mobbing-Spiel. 40 von 100. Naja, fast die Hälfte. Hungrige Senke. Oh Gott, wird sie uns fressen? Wenn sie doch so hungrig ist? Hier gibt's kein Lager oder so. Doch, da oben ist ein Außenposten. Was? Nasanhorn. Außenposten. Hätte mal... Ist das jetzt wirklich Nasanhorn oder heißt es... Oder sollte es Nashorn Außenposten heißen? Da bin ich mir nicht sicher. Da ist wieder eine Höhle. Oh Gott. Kommen wir da hin, wenn wir hier hinlaufen? Ich weiß nicht. Nee. Tigri. Ach so, ich muss dich ja erst wieder heilen. Ich finde es schade, dass die nicht irgendwie so ein bisschen so Eigenheilkräfte haben, weißt du? Dass die so nach einer Zeit einfach selbst wieder sich heilen. Wobei es natürlich unrealistisch ist, natürlich klar. Aber praktisch wäre es doch. Weil dann müsste man nicht jedes Mal neu heilen, nur damit man reiten kann. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Habe ich irgendwie... Oh Gott. Nee, da habe ich gerade so meine Zweifel. Wir müssen irgendwie auf die Gletscherspalte. Boah. Wie sollen wir denn da hochkommen? Ich glaube, das hier ist jetzt erstmal so Sackgasse. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir überhaupt den richtigen Weg gerade einschlagen. Oder nicht. Also laut Karte müssen wir irgendwo hier links und dann hoch. Also probieren wir das doch mal. Kommen wir hier hoch? Nee. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ach so, ganz hier vorne. Uha. Ja, dann könnten wir eigentlich auch nochmal schnell durch die Mitte reiten, oder? Nee, wisst ihr was? Wir machen erstmal den Rand fertig. Wir gehen am Rand entlang, machen das erstmal fertig. Hier sollten ja auch irgendwo eigentlich noch Dachse sein, ne? Das ist ein Leopard, das ist kein Dachs. Ja, irgendwo hier und dann rechts. Ich will mal gucken, ob ich einen Dachs finde.
Kann ja nicht sein, dass die Viecher hier nirgendwo sind. Ich will einen Dachs. Mindestens 2, 3 Stück oder so. Du bist kein Dachs. Da, ich bin doch jetzt... Ach ne, ich bin noch nicht im Dachsgebiet. Ja gut. Egal, da haben wir wenigstens noch Lagerfeuer entdeckt. Boah, der hat gesessen. Jetzt sind wir im Dachsgebiet, oder? Nein, schon wieder nicht. Mann. Ich verranz mich hier die ganze Zeit. Ich will Dachse jagen. Jetzt brauchen wir einen Dachs. So, hier ist doch jetzt Dachsgebiet, oder? Verdammt! Das hier ist Dachsgebiet. Ja. Und hier muss irgendwo auch bestimmt einer sein. Ja, jetzt sind wir im Dachsgebiet. So, hier. Hier soll es Dachsen geben. So, dann kommt mal raus. Zeigt euch. Das heißt doch immer, wenn man den Jäger sucht, muss man da hingehen, wo man... Oh mein Gott. Was ist mit dir kaputt? Da ist ein Dachs! Du kleine, miese Dachsmaus. Oh shit. Wo ist er? Fress ihn! Jawohl! Juhu, wir haben unseren ersten Dachs mal wieder erledigt. Ne? Also. Wo ist er denn? Ach da. Na also. Das süßeste Tier erledigt. So, wenn der hierher kam, dann heißt es, hier hinten gibt es bestimmt noch mehr. Das ist eine Ziege, das ist kein Dachs. Ich mach mal unseren super Jäger-Scan-Blick. Du bist eine Ziege, du bist ein Großelch. Muss es irgendwo noch mindestens 1, 2 Dachse doch geben, oder nicht? Weil ich brauche die Felle. Ich brauche die Felle. Ein Fall für Felle. Hier ist ein Lager, aber hier ist kein Dachs. Was haben wir denn hier? Fleisch. Was haben wir da? Tasche bereits voll. Toll. Es gibt hier keinen Dachs mehr. Sind die wirklich so selten? Halt, da hinten ist was Kleines. Das ist nur eine Ziege. Oh. Den Elch will ich auch nicht. Ich will einen Dachs. Gebt mir einen Dachs, bitte. Ich sag extra bitte. Der ist tot? Oh, was sind das? Hä, was? Ach so, das ist eine Blume. Irgendwo hier muss es doch noch welche geben. Ich will einen Dachs. Ich habe einen gehört. Bist du ein Dachs? Ja, du bist ein Dachs. Nee. Scheiße, du bist ein Leopard. Den wollte ich nicht. Ich will ein Dachs. Ha. 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 Hier geblieben. Ist dich. Jawohl. Wieder einer mehr. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir schon mal 2. Dorf, Dorf, Dorf. Gucken wir mal. Jawohl, wir haben genug Fell. Wir können unsere Hütte ausbauen. Endlich. Sehr schön. Also Dachsfell haben wir genug. Wir brauchen immer noch ein seltenes Streifenwolffell und ein seltenes Löwenfell. Die seltene Hirschhaut haben wir. Da brauchen wir allerdings nur noch ein bisschen Südholz. Den haben wir schon vollkommen. Das ist der, den wir gefangen haben. Ob der überhaupt... Ja, der muss sich's erstmal verdienen, dass er von uns eine Hütte kriegt. Aber sowas von. Momentchen mal. Dachsfell. Wenn wir gerade schon hier sind, könnten wir auch noch... Das ist kein Dachs. Da ist ein Dachs! Komm her, du kleine Mistsau! Ja, dann. So, das war die Höhle. Das war der Löwe. Der Tiger, verdammt. Mensch, komm schon wieder durcheinander. Und weißt du, was mich auch nervt, dass du verletzt bist? Hier, gönn dir mal. Gönn dir. Sehr schön. Wir bräuchten eigentlich noch mindestens 2 Dachse bräuchten wir noch. Dann hätten wir genug, um alles zu machen. Wisst ihr was, die holen wir uns jetzt auch, weil sonst komme ich nie dazu. Komme ich wahrscheinlich nie. Naja, das ist...
Irgendwo muss doch noch einer sein. Dachs. Das sind nur Udams. Die sind unwichtig, uninteressant. Töte die Angreifer, rette die Avenger. Ja, okay, gut, dann machen wir das halt mal schnell. Wo sind sie denn? Hallo, wo sind die? Ach, weißt du was? Wenn die schon gar nicht mehr da sind. Ach, nee. Ach, das sind die zwei Affen da vorne. Oh Gott. Also schön. Und tot. Und tot. Also. So. Angreifer tot. Jawohl. Sehr schön. Seht ihr, das ging doch jetzt ganz easy und wieder einer mehr für unser Dorf. So, und jetzt zurück zum Thema Dachs. Ich sehe keinen. Ich... Halt. Bist du ein Dachs? Nee. Kein Dachs. Komm schon, so schwer kann es doch nicht sein, die Viecher da zu finden. Hier war doch gerade eben noch einer gewesen. Bist du einer? Naja, du bist ein Leopard. Wie er sich da tarnt, weißt du, auf die Art, ich sehe ihn nicht. Das finde ich ja witzig. Ich brauche einen Dachs. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht gerade spannend, wenn wir die ganze Zeit nur Dachse jagen, aber hey, irgendwann muss ich ja mal. Was wollt ihr denn jetzt wieder? Yep. So, zwei weniger. Vielleicht taucht ja einer auf, wenn wir hier so ein bisschen bleiben. Hehehe. Oh, oh, er kommt direkt auf mich zu. Nein, auf mich zu beißen. Oh. Töte ihn. Sehr schön. Na, also haben wir... Nein. Wo ist er denn? Da! Ich brauche das Fell, danke. Flatsch. Gut, Fleisch. Das heißt, es war jetzt schon mal ein Dachs mehr. Was bist denn du da hinten? Du bist ein Venger. Du bist nur der Tiger. Da sind ein paar Ziegen. Die laufen weg. Wovor laufen die weg? Na, wo ist er? Das ist nix. Weil immer wenn Tiere irgendwie weglaufen oder so, dann... habe ich immer das Gefühl, dass wahrscheinlich gerade ein Raubtier oder so in der Nähe ist. Und der Dachs zählt ja merkwürdigerweise als Raubtier. Was überhaupt total der Witz ist. Ich meine, klar, es ist garstig. Ein garstiges kleines Viech. Aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, oh nein, ein Dachs, ich sterbe. Also wer von einem Dachs mal getötet wurde, der hat echt irgendwas falsch gemacht. Also der ist ein Neutralo. Was ist denn los mit dir? Hä? Was? Was? Entschuldigung. Da musste ich nur gerade mal meinen Unmut Luft machen. Wie gesagt, die Welt ist hart. Fressen oder gefressen werden. Töten oder getötet werden. Nanu. Da haben wir nur wieder zwei von den Affen. Weißt du was, die erledigen wir jetzt auch nochmal schnell, gerade weil wir es einfach können. Danke. Das macht Spaß mit den Takedowns, das ist irgendwie cool. So, einen Dachs noch, oder? Warte, ich gucke jetzt mal kurz nach. Wir haben sechs, wir brauchen sieben, ja. Einen Dachs brauchen wir noch. Okay, dann mache ich mal das. Affenfell. Okay, das können wir auch gleich upgraden, sehr schön. Säbelzahntigerfell haben wir auch. Perfekt. Wurfsplitter voll aufgerüstet. Höhlenbärenfell und Hirschhaut. Hm. Kümmern wir uns noch drum. Höhlenbärenfell 1 brauchen wir da noch. Südstein. Alles nur mit Südstein. Wie viele Punkte haben wir? 5. Wir brauchen noch einen, dann haben wir volle Lebensenergie. Volle Lotte Lebensenergie. Und einen kleinen blöden Dachs. Irgendwoher brauchen wir jetzt einen blöden Dachs. Dann kann ich endlich hier weiterziehen. Los, such mir einen Dachs. Oh, Dachs. Da muss doch irgendwo noch einer von diesen. Habe ich da was gehört? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich verhört, ja. Da. Batz. Batz. Halt! Da war was.
Aha! Ein Dachs, na endlich. Nie wieder Dachse jagen. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es wirklich. So, wir haben genug, oder? Ja, 4 von 4. Perfekt. Dann können wir das endlich mal ausbauen. So, und jetzt reite ich auf dir, weil wir müssen ja wieder den Weg finden. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Sonst komme ich durcheinander. Wir waren jetzt gerade mal hier kurzzeitig. Dann können wir eigentlich gleich hier so schräg rüber zu der Deiche-Hand. Das ist in diese Richtung. Irgendwo da vorne. Ich glaube, ja, da vorne ist auch der Weg, der dann hochführt auf die Klippe. Wenn ich das richtig sehe. Und hier ist ein größerer See und hier ist irgendwo die Deiche-Hand drin wahrscheinlich. Oder? Ja, das ist der Falsche. Ja, natürlich ist es der Falsche. Kann ja nicht einmal der Richtige sein. Wir folgen einfach dem Fluss, der wird uns schon in die richtige Richtung lotsen. Irgendwo hier ist es. Ja, 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 ja. Hier ist es. Perfekt. Daijan, Daijan, Daija. Daijobo? Nanu? Ach, da. Einmal datschen. Okay, und jetzt hier hochkämpfen. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? So, das mache ich mit einem Langbogen. Da strenge ich mich nicht mal an. Ich durfte gerade zugucken, wie der Höhlenbär da unseren armen Venger-Kollegen da gefressen hat. Nur leider ist es kein Höhlenbär, es ist ein stinknormaler Bär. Ansonsten würde ich ihn jetzt ausnehmen. Häuten, Eingeweide braten und essen. Nee, sowas nicht. Entschuldigung, falls ihr jetzt komische Bilder im Kopf habt. Oh, ich brauche mal wieder Hartholz. Vielleicht hat ja einer von den Herren hier Hartholz dabei. Hä? Was willst du denn jetzt? Hier geblieben! So. Naja, wenn die Hartholz dabei hätten, wäre es sehr praktisch. So. Ja, wir sind auf richtigem Weg. Gut, gut, gar kein Problem. Also, dann sind wir ja wieder auf Kurs. Auf Kursk. Nee. Aha, eine Höhle. Oh nein. Venger! Nicht Venger. Das war doch jetzt mal ein Ketten-Takedown. Aber leider waren es alles nur Zivilisten. Die haben ja, das geben keine Dings. Geben keine Erfahrungspunkte. So, hier ist eine Höhle. Hallo? Denkt ihr etwas so ein bisschen. Zaun hält mich auf. Hä? Okay, anscheinend hält mich so ein bisschen Zaun doch auf. Hä? Okay. Hallo. Anscheinend hält mich so ein bisschen Zaun doch auf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, wir kommen da jetzt ganz easy rein. Aber naja. Na, warte mal, warte mal. Schummelkönig ist da. Ich hoffe, wir kommen ja auch wieder raus. Hier sieht voll nach einer Grabstätte aus. Das ist doch diese Steinfrau, oder? Das, was sie da immer meinen, hier so, ja, die Steinfrau, die Steinfrau. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Oh oh. Oh oh. Halt! Schnell! Ja! Oh, Gott sei Dank, man kommt so wieder raus. Ich habe schon gedacht, ich wäre da jetzt festgebackt, geglitscht, irgendwas. Freund? Feind? Freund. Okay. Der sieht ein bisschen verängstigt aus. Da drüben können wir auch irgendwie hin. Will ich aber jetzt gerade gar nicht. Ich will erstmal hier hoch. Willst du jetzt? Du entkommst nicht. Flatsch. Na, was willst du? Kopfschuss. Oh, das war kein Kopfschuss. Das war ein Kopfschmerz, den ich ihm verursacht habe. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön eigentlich, aber jetzt auch nicht gerade unbedingt wichtig. Wir gucken mal schnell ins Belohnungslager. Das machen wir jetzt noch zum Feierabend, weil ein bisschen Hartholz müsste ich mal mitnehmen. Wisst ihr was, dann nehmen wir einfach den ganzen Stapel mit. Da auch, wir rüsten uns jetzt einfach mal wieder ein bisschen aus. Das mit dem Belohnungslager ist eigentlich echt praktisch.
da kann ich mich gar nicht beschweren. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Vielleicht finden die auch mal wieder was richtig Wichtiges. Seltene Nordsee, da haben wir mehr als genug. Davon haben wir mehr als genug. Da, sowas hier. Sowas muss gefunden werden. Das brauche ich. Ah ja, Blut von Orus, okay. Was haben wir da? Ziege. Oh, oh, oh. Ein Höhlenbärenfell. Perfekt, dann haben wir das nämlich auch. Braunbärfell haben wir genug. Höhlenlöwen haben wir auch. Seltenes haben sie nichts gefunden. Streifenwolf haben sie auch nichts gefunden. Oh Mann. Was haben wir da? Wildschwein. Federn. Ja. Nix Wichtiges. So, jetzt gucke ich ja erstmal auf die Karte. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich schon wieder voll dran vorbeigeschrubbt? Irgendwie müssen wir da noch hinkommen. Okay, nächste Folge. Wieder eine Höhle. Nämlich diese hier. Die sieht schon sehr, sehr, sehr einladend aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir diese komische Gletscherhöhle hier erforschen. Gletscherhöhle. Nicht das, was ihr denkt. Also, bis dahin. Macht's gut.